Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Wir sind jetzt hier unten drin, wo wir auch sein wollen. Weil wir uns hier umschauen wollten. Ich glaube, wir sind hier hintergegangen mit Sebastian. Wenn mich nicht alles täuscht. So, genau, hier waren wir schon drin. Mädchentoilette auch. Da war die Treppe. Da ging es ins Skriptorium. Und hier hinten, da waren wir letztes Mal stehen geblieben. Wobei das Schloss jetzt wieder zu ist. Warum auch immer. Weil mir das hier auch so bekannt vorkommt. Ja, ist dieser Geisterraum. Klar waren wir da schon. Ich kann doch nicht einfach die Schlösser immer wieder dahin zaubern. Soll nicht das dann jemals rausfinden, wo ich schon war und wo noch nicht. Schloss auf Stufe 2, das konnten wir wahrscheinlich damals nicht, könnte ich mir jetzt vorstellen. Ja. Revelio. Die Strafarbeitskammer. Revelio. Da ist noch so eine Kiste mit ganz viel Geld. Sehr schön. So, dann war es das hier unten. Hogwarts, ein Astronomie-Altar geht noch ab und ganz schön viele Seiten und ganz schön viele Drohnen. Der Flügel des Glockenturms. Wir haben eigentlich keine Aufträge mehr in dem Sinne. Jetzt schauen wir, ob es noch irgendwo neue Nebenquests gibt. Aber ich sehe keine. Bin schon mal froh, dass wir so einen großen Teil der Karte jetzt schon mal fertig haben. Zumindest ein Großteil. Jetzt wäre die Frage, ob wir nicht hier unten das schnell machen. Das machen wir, wenn wir uns das erstmal irgendwas da unten in die Ecke schickt. Und ja, hier oben fertig machen, das. Uff. Ja, mal schauen, ne? Wann wir dazu kommen, würde ich behaupten. Hier gibt es natürlich ultra viel zu machen, ne? Das ist sicher noch nicht alles, was ich hier sehe. Na, dann wollen wir mit Professor Fig reden. Professor Fig. Ah, ich muss auch kurz schneuzen. Ätzende Jahreszeit da. Läuft die Nase immer. Sie täten gut daran, diese junge Person nicht zu unterschätzen. Ihre Begabung für Magie übertrifft alles, was ich je gesehen habe, und ich unterrichte schon sehr lange. Wie schön, einen solchen Schüler zu haben. Das kann es sein. Da sind sie ja. Ich habe ihre Eule erhalten. Ich konnte mit Lodgok reden, dem Kobold, den ich erwähnte. Was haben sie erfahren? Er und Ranrock standen sich nahe, aber sie haben sich zerstritten. Glauben Sie, man kann ihm trauen? Ich glaube schon. Ja, er wirkte aufrichtig auf mich. Und Sirona Ryan vertraut ihm. Nun gut. Gesetzt dem Fall, wir trauen ihm. Hilft er uns, Ranrock zu finden? Ich habe einen gestohlenen Helm geborgen, mit dem er Ranrocks Vertrauen zurückerlangen will. Nicht schlecht. Hoffen wir, dass sich ihre Bemühungen auszahlen und wir etwas über Ranrocks Pläne erfahren.
Lodgok hat erwähnt, dass Ranrok etwas sucht, konnte mir aber nicht sagen, was. Vielleicht birgt der Helm ein paar Antworten. Ranrok sucht irgendetwas? Das hatte ich befürchtet. Bei meinem Besuch meines Porträts in meinem Schloss hörte ich ungewöhnlich viel Betriebsamkeit. Kobold und Zauberer, vermute ich. Schloss Rookwood? In meinem ehemaligen Zuhause, ja. Und in dem Schloss findet ihre nächste Prüfung statt. Leider ist Victor Rookwood ihr Nachkomme. Ein schwarzer Magier. Und im Bunde mit Ranrok. Mein Nachkomme? Ein schwarzer Magier? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Trotz der Hindernisse, die Sie erwarten, müssen Sie sich sofort auf den Weg zu Schloss Rookwood machen. Es ist nicht nur der Schauplatz der nächsten Prüfung, sondern birgt auch eine Energiequelle, die in den falschen Händen verheerend wäre. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit. Allerdings zweifle ich nicht an Ihren Fähigkeiten. Finden Sie schnellstmöglich mein Porträt. Gut, Sir. Ich bin schon unterwegs. Viel Erfolg. Sputen wir uns. Wir treffen uns in Schloss Rookwood. Ja, mal schön, dass ihr uns hilft. Ansonst, man weiß ja nicht. Was haben wir hier für neue Sachen? Naja, neuer Müll, ne? Revelio-Seiten. Wir haben schon relativ viele gefunden, muss ich sagen. Oh, das wollte ich gar nicht. So, die Karte. Aber auf die Weltkarte, weil da war jetzt auch nirgends ein schwarzes Fandal. Ich meine, wir müssen ja immer gucken, ob nicht irgendwo. Wieder Nebenquests auftauchen. Weil ich meine, ich habe gelesen, dass man die verpassen kann. Da habe ich natürlich wenig Lust drauf. Dann wollen wir nochmal zu Schloss Rookwood. Der ist niemand. Ein Wort der Warnung. Ich werde nicht die gleichen Fehler machen wie meine Kameraden. Da, nicht mit mir. Dann red mal mit ihm mal und schauen mal, was der Plan ist. Was geht hier vor sich? Professor Rookwood hatte recht. Hier wimmelt es von Victor Rookwoods Handlangern und Ranrocks Anhängern. Sie machen gemeinsame Sache, aber sie mögen sich eigentlich nicht. Sie werden mir wohl zustimmen, dass wir einen anderen Weg hineinfinden müssen. Gehen wir. Wir waren hier doch schon, oder? Hier nicht den Hippogreif befreit. Ranrok will, dass wir das Kind finden, aber welches Kind? Wir können einfach jedes Kind so Revelio. Irgendwann ist das Richtige dabei. Ach, klingt nach viel Arbeit. Vielleicht sagen wir Trificus Totalus. Revelio. So. Wir wollen hier quasi den Hintereingang benutzen. Oh. Ranroks Rebellion hält niemand auf. Hier ist nichts. Leviosa! Akio! Da oben. Da kommen wir rein. Wingardium Leviosa. Ja.
Ah ja, da hatten wir uns schon umgeschaut, ne? Genau, und das haben wir schon fertig gemacht. Wenn ich gewusst hätte, dass du das halbe Land umgreifst. Ich müsste nicht rumgraben, wenn du mir endlich das Kind bringen würdest. Wir bräuchten das Kind nicht, wenn du keinen Drachen geschickt hättest, um den Behälter zu holen, für den ich dem Ministerium zahllose Gefallen getan habe. Du hast sie einsteigen lassen. Meine Möglichkeiten waren beschränkt, denn in dieser verdammten Schule wäre er außer meiner Reichweite. Hast du hier nicht genug Einfluss erlangt? Ich habe dich das Haus meiner Familie untertunneln lassen. Mich lassen? Du bist hier, weil du von einem Hüter abstammst und in Zukunft eventuell irgendwann von Wert sein könntest. Wir hatten uns geeinigt. Ich teile die Macht mit dir, die ich gefunden habe, und du findest die noch verborgenen Magievorräte. Also, wenn du keine weitere Demonstration meiner Macht sehen möchtest, einer Macht, die du selbst begehrst, bring mir das Kind. Wir wussten, dass sie hinter ihnen her sind, aber jetzt wissen wir, dass sie Speicher der Magie suchen. Und Ranrock weiß von den Hütern. Ja, das habe ich auch gehört. Professor Rookwood sagte, dass sie nach der nächsten Prüfung mehr verstehen werden. Dann mal auf in das Schloss. Soll ich deiner Mutter noch was übermitteln? Das wird dein Ende. Was? Es gibt Schwachstellen von Gegnern. Henker, Schwinder Henker. Ja, wann habe ich denn gegen die da gekämpft? Erinnere ich mich überhaupt nicht mehr. Hadasa, oder? Genau. Expelliarmus, während sie ihren Blitzzauber vorbereiten. Natürlich prompt ausprobieren. Du bist ziemlich leicht. Und so. Ein Tierwesen ist in meine Falle getappt. Bis zum Sterben hier, was? Protego! Magst du sterben? Du, Du, sofort damit auf! Protego! Stufe! Defendus! Das ist einfach jämmerlich! Expelliarm! Komm her! Diese Tat wirst du büßen! Zeit für Unterstützung. Akio. Incentio. Redoferio. Confrindo. Protego. Das habe ich irgendwie. Kannst du nicht davon. Stufe. So, jetzt aber. Da wollte ich eigentlich schleichen, aber wieso nö? Die Aufnahme läuft nicht so halbwegs.
Jetzt hat sich's wieder beruhigt. Meine Kamera. Das ist wohl der schnelle Weg nach unten. Was hat es mit den Symbolen an den Wänden auf sich? Das hat es. Ich kenne solche Symbole. Ich muss sie alle finden und sie dann schnell hintereinander verzaubern. Depulso! So, sehr schön. Der Rookwood-Keller. Dann wollen wir das Porträt finden. Kobold Trevelio, Sie sind uns einen Schritt voraus. Folgen wir Ihnen. Oha. Das muss es sein. Der Magievorrat und die Quelle von Renrocks Macht. Sieht leer aus. Warum sind Sie noch hier, wenn Sie alles entnommen haben? Renrock sagte, dass es noch mehr zu finden gibt. Wenn er damit recht hat, liegt es womöglich hier. Wo auch immer es ist, wir müssen es finden, bevor Sie es tun. Wo ist das Porträt? Warum habe ich eigentlich die ganze Zeit so einen Heiltrank in der Hand? Ich meine, cool, aber... Revelio! Ich habe etwas gehört. Ich hatte gehofft, dass Sie es sind. Naja, da ist er, ja. Professor Rookwood, die Kobolde und die schwarzen Magier im Schloss suchen nach Magievorräten und haben eine Art Behälter aufgebrochen. Nein, es ist noch schlimmer, als ich gedacht habe. Wenn, wie Sie es Percival sagten, ein Kobold in seinem Verlies mächtige Magie wirkte, dann haben Sie irgendwie gelernt, das kann nicht sein. Und die wissen, dass Sie ein Hüter waren. Renrock nutzte den Begriff. Das ergibt keinen Sinn. Wie hat... Das besprechen wir später. Jetzt müssen Sie die nächste Prüfung absolvieren. Sagen Sie mir einfach, wo ich hin muss. Sie müssen diese Macht zuerst vollkommen begreifen. Dafür sorgen diese Prüfungen. Macht ohne Wissen ist enorm gefährlich. In den falschen Händen. Wir müssen Renrock überlisten. Und meinen unseligen Namensvetter. Gut, Professor. Sagen Sie mir, wo ich hin muss. Ich werde es Ihnen zeigen. Professor Fick muss sie jetzt verlassen. So, dann zeig mal her. Rein da in die Prüfung. Anschließen, wenn ich könnte. Ich erwarte Sie in der Kartenkammer. Ja, kein Problem. Ist eh nett, dass er mich immer dahin bringt, also. Da wieder gute Framerate. Also hier könnte ich wahrscheinlich sogar Raytracing anmachen, glaube ich, mit Aufnahme. Will ich mir zumindest ein, weil ja, es ist wie am Anfang vom Spiel, da ging ja noch alles. Okay. Wingardium Leviosa. Hey, muss ich da noch durchgehen? Hey. So, müsste es klappen. Jetzt haben wir einen niedrigen und einen hohen. Sehr schön. So genau müssen sie auch gar nicht stehen.
sind schon cool gemacht, diese Prüfungen, Dungeons nenne ich es jetzt mal. Ganz salopp. Da oben haben wir eine Prüfung sage ich schon, eine Truhe. Diese Säule versperrt den Weg. Ich muss sie verschieben. Wingardium Leviosa. So könnte ich weiter. Ja, das ist nix. Wingardium Leviosa. Ich weiß ja nicht, wie ich den jetzt wieder hochkriegen soll. Der ist jetzt immer klein. Ah, warte mal, hier drüben ist ja auch noch mal was. Alles auf Anfang. So richtig kapieren höchst du nicht. Wingardium Leviosa. Gut, Spiel mal wieder kaputt gemacht. Mein Desktop bleibt immer zu. Dann gehen wir einfach weiter. So wichtig werden die Geheimnisse schon nicht sein. Lese immer diese Duellherausforderung viel zu spät. Revelio. Ich glaube, ich muss hier nach links gehen. Aber wie?
Dürfte ich ihn kaputt machen. Also, ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber der Weg ist offen. Revelio. Wollen wir gar nicht weiter hinterfragen. Was funktioniert, funktioniert. Da, sehr schön. Wingardium Leviosa. Jetzt gesagt, der muss hier davor. Dann gehe ich durch. Dann gehe ich so rum durch. Passt. Keinen Vorsprung zum Festhalten. Okay. Wingardium Leviosa. Hätte ich den ja doch da oben gebraucht. So. Jetzt ist der hoch. Jetzt ist da gar nichts mehr. Das ist wieder ein. So hätte ich einen Vorsprung, aber das Ding ist wieder klein. Das bringt mir auch nichts. Wingardium Leviosa. Nee, das reicht nicht. Ich muss. Braucht das Rote, um hoch genug zu sein. Auf die Markierungen richten die Torbögen neu aus. Ja, danke. Vielleicht geht's ja auf der anderen Seite vorwärts. So weit war ich schon.
Oh, ich meine, selbst wenn ich so hoch bin, springe ich halt nicht weit. Meine Idee war, ich muss vielleicht durch das Tor springen, damit das klappt. Wingardium Leviosa. So, jetzt habe ich es irgendwie geschafft, dass das Ding klein ist, wenn ich hier durchgehe groß. Okay. Ist es möglich, einen dieser Blöcke durch den Torbogen zu ziehen? Gut, wir haben es geschafft. Wir fragen nicht weiter nach. Oh, aber wie es weitergeht, da fragen wir schon danach. Das sehen wir aber erst im nächsten Part von Let's Play Hogwarts Legacy. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis dahin, tschüssi.